Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Crew. Und wie versprochen, heute gibt's einen Skisprung. Ich bin noch nicht gefahren. Ich hoffe, man kann von hier aus so Anlauf nehmen und hier runterschanzen. Wir versuchen es einfach. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und ab geht's. Oh. Nur Silber, das heißt, da brauchen wir doch ein bisschen mehr Power. Die Schanze runter. Wir können mal nochmal probieren. Versuchen es aber dieses Mal. Ja, komm. Wir versuchen es einfach. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, hier runter zu schanzen, sondern eher so runter zu fahren. Und wirklich jeden Schwung mitzunehmen, aber nee. Nee. War das Gold? Das war Gold. Okay. Dann, nee, nicht mit dem jetzt. Warte doch mal. Mobile Garage. Ja, versuchen wir es mal mit dem. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Diesmal das Nitro ein bisschen später gezündet. Und reicht für Gold. Das reicht für Gold. Sehr geil. Plus 20. Bauen wir definitiv ein. Also, ich kann es euch eigentlich nur empfehlen. Es lohnt sich wirklich, hier mal hochzufahren. Beziehungsweise, wenn ihr da seid, das zu machen. Denn ihr könnt eigentlich ganz gut Teile abfahren. So. Boah, das war... Vergesst, was ich gerade eben gesagt habe. Na, ich komme hier nicht. Alter Schwede. So, ich versuche mal mit dem hier ganz ruhig mehr Anlauf zu nehmen. Okay, mehr geht nicht. Er sitzt da unten ein bisschen auf und es reicht sogar für Gold. Es reicht sogar für Gold. Sehr, sehr, sehr cool. Wir machen natürlich ein bisschen weiter. Alex, wir haben ein Problem. Offenbar hat Coburn einen Killer auf dich angesetzt. Mann, reagiert er schnell. Was machen wir? Er will dich umbringen. Schalte ihn aus, bevor er seinen Job macht. Ja, das wissen wir, aber wir haben gerade noch ein bisschen Spaß, bevor wir umgebracht werden. Muss ja auch mal sein. So, mal gucken, was wir hier rausholen können. Ernsthaft jetzt? Nein, jetzt kann ich nicht. Ach nee, du. Muss ich wieder hochfahren? Mann. Okay, wir fahren nochmal. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen Zeit haben wir. Fahren wir nochmal hoch, dann seht ihr auch die Strecke zur Sprungschanze. So, ein bisschen die Fangzäune weggefahren. Und dann geht es hier wieder ab nach oben.
Wo geht's eigentlich hier lang? Wo geht's auf die kleine Schanze? Oh ja, hier geht's auf die kleine Schanze. Oh, sorry. Kleine Schanze wollen wir aber gar nicht. Wir wollen auf die große und mal gucken. Also ich glaube, mit dem hier brauchen wir es nicht nochmal versuchen. Da wird man nicht glücklich werden. Ich glaube, da wird man wirklich nicht glücklich werden. Der ist einfach zu klobig, um hier ordentlich nach unten zu fahren. Aber gut. Einen haben wir ja noch, mit dem wir hier nach unten schanzen können. Das ist unsere Straßenkarre. Jo, so läuft das hier. Und mal gucken. Das reicht nur für Bronze. Aber plus 12, das können wir mal ausstatten. Können es dann nochmal versuchen. Und geben unser Bestes. Na, come on, das sieht gut aus. Das, also da war ja manches Goldnes schon sehr viel unwahrscheinlicher wie dieses Gold hier. Aber so der Start mit dem bisschen Nitro war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ab geht's. Komm, das muss doch... Jawohl. Das muss doch reichen hier. Alter Schwede, der bremst immer gar nicht. Aber gut. 7 Minuten hier ein bisschen rumgeschanzt. Das ist sehr geil. Und hier haben wir noch den Revolverhelden. Wir müssen wieder das Fahrzeug wechseln. Und können hier durch Gold auch noch ordentlich absahnen. Was wir ja mit dem Skisprung mit dem Fahrzeug nicht ganz geschafft haben. Da ist er! So, das habe ich gedacht. Achso, ja, nee, doch. Okay, wir springen hier gerade von der kleinen Schanze. Wie ich das sehe. Ja, war jetzt nicht so spannend. Gut, hol ihn hier. Achtung, er flieht. Ach was. Okay. Mir zurück in die Spur an, ey. Kollege, es geht querfeldein. Ab durch den Fangzaun. Oh, Bäume, ey, ich hasse es ja. Ich muss ihn immer noch rammen. Das ist bestimmt 3-mal oder so. Juhu! 360 No Scope. Lass ihn nicht entwischen. Easy. Scheiß da. Kein Baum, bitte, kein Baum, kein Baum. Nein, kein Baum. Nein.
Ja. Oh, danke. Cool. Mach ihn fertig. Cool. So, in der Stadt gibt's keine Bäume, dafür aber Hausmauern. Ah, Kollege, komm schon. Nein. Du bist jetzt immer so close und dann... Wow. Der baut immer Scheiße. Und was ist dann? Schnapp ihn dir. Klar, ich mach einfach dasselbe. Weil klappt ja so gut. Das ist doch kein Spaß. Junge, jetzt bleib doch mal stehen. Der muss doch einfach tot sein. Das kann doch nicht sein, ey. 30 Punkte. Das war mega gut. Nein, wo fährst du denn hin? Bist du bescheuert? Ich kann sie auch nicht entscheiden. Ja, vielen Dank für den Tipp. So gut wie am Ende. Arme nochmal. Ja, sagst du so einfach. Scheiße. Ah, das war's. Jetzt sind wir tot. Ah, verdammt, ey. Der letzte, der war gar nicht so schlecht. Ein bisschen mehr Zeit, oder? Und einfach mal einen Meter früher rammen. Aber so einfach ist es ja nicht, ne? Wow. Der Start war ein bisschen besser als der vorherige. Ich glaube schon, ja. Bringt aber alles nichts, wenn wir nicht nah genug rankommen, um den Kollegen zu rammen. Ich weiß gar nicht, wo ihr da durchschanzt, ne? Ich meine, der Fangzaun ist noch komplett heil. Was habe ich? Arm ihn nochmal. Nein. Es reicht jetzt, oder? Muss nicht nochmal rammen. Cool. Treffer. Cool. Cool. Du bist aber dufte. So, jetzt noch ein sauberer Hieb in die Seite. Und das war's. Ach komm. Nein, nein. So, wie fährt er? Fährt hier wie so ein Bescheuerter? Ich glaube, er fährt hier nach links, oder?
Yes! Ich bin wirklich glücklich. Es muss Gold sein. Jawohl, das ist Gold. Rückkehr zur freien Fahrt. Sauber ausgeschaltet, Alex. Die örtliche Polizei nimmt ihn in Gewahrsam. Wir haben den Kollegen voll verschrottet. Coburn schickt so lange Männer, bis er mich hat. Wie schlägst du dich? Abgesehen von den Morddrohungen, gut. Was geht's? Noch eine Spur zu Coburns Aktivitäten. Fahr zur Position auf der Karte. Hey, Kumpel, grüß dich. Kumpel, grüß dich. Hey, Kumpel. Kumpel, grüß dich. Kumpel, grüß dich. Naja, ich glaube, der hat wenig Lust auf uns. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Dort oben. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Na, es gibt ja auch eine Straße, aber nee, hier. Okay, hier vielleicht ist die Abkürzung ganz cool, aber ich weiß nicht. Man kann es ja mal probieren. Wir versuchen einfach mal unser Glück. 17 Kilometer, ey. Aber gut. Ja, schön, Navi. Wie soll ich hier durchkommen? Naja, dann gucken wir mal weiter. Wir fahren ja hier auf normalen Straßen. Wie kann das sein? Ich glaube, das ist ein Bug im Spiel. Oder? Kann ich mir so nicht vorstellen. Wir sollten den definitiv den Bahnhof hier abgreifen. Hallo, Bahnhof. Wir könnten auch das Auto suchen. Oh, Kamera. Ich will nach links gucken. Okay, wir kommen hier rein. Ah ja. Hallo, grüß dich. So, sind wir so lange hier rumgefahren und haben eigentlich immer noch keinen Meter gemacht. Wartet schon der Kollege Schnürschuh. Wir begeben uns mal weiter Richtung Norden. Richtung Norden, ja. Was denn hier los? Das ist ja eine normale Straße. Ist da wirklich so Wetterumschwung? Dass es jetzt alles grün ist?
Wenn ja, wäre das cool. So ein bisschen Bergstraße hier. Ja, läuft, ne? Wir fahren ja weiter Richtung Norden, ne? Vielleicht kommt da wieder Schnee, aber so lang können wir eigentlich hier fahren, ne? So macht doch der Ideallinientest Spaß. Nein, nicht ganz. Aber bringen uns natürlich hier alle für die Karre nix. Na doch, hier rechts, also geradeaus und rechts von uns liegt schon Schnee. Wir kommen jetzt auch langsam wieder in diese Gefilde. Urplötzlich. Und schon kannst du es wieder vergessen. Aber wir haben ja noch ein Geländefahrzeug, mit dem können wir auch einiges anrichten. Ein paar Kilometer haben wir schon abgespult, das ist ganz gut. Okay. Glacier Nationalpark. Na, mal ganz ehrlich, ich gehe nicht aufs Rallye-Fahrzeug. Ich habe da, auch wenn da oben, das könnten die Schienen sein. Das könnten die Schienen sein und dann würde sich das Ganze doch lohnen. Dann wird sich das Ganze doch lohnen. Jawohl. Tja, das hätte mir mal einer früher sagen sollen, ne? Ja, war doch mal ganz, wieder ganz angenehm hier. Mit einer anderen Karre abzufahren oder rumzufahren. Aber das geht doch schon ordentlich und richtig flott. Jetzt wäre halt noch richtig... Der springt einfach runter. Gestört. Wenn es dann zukommen würde, das wäre mega cool. Typen ausfindig gemacht, die Klamotten verkaufen, die Coburn beschlagnahmt hat. Sie wetten auf lokale Rennen. Wenn du gewinnst, sind sie sicher gesprächiger. Wenn? Du meinst wohl sobald. Na, unser kleiner Optimist. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir unserem Ruf gerecht werden können und nächste Folge das Rennen eben gewinnen können. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Denn ich bin jetzt sofort raus hier. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Und jetzt sind ja schon ein paar Folgen rum mit dem neuen Mikrofon, was ihr von der Qualität so sagt und ob ihr noch Tipps und Tricks auf Lager habt für mich. Immer gerne her damit. So, ich würde hier gerne einmal
Ja, danke auch. La Mountain Bar und Restaurant. Hier steig mal aus. Hier kehr mal ein. Bis dahin, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich bin raus hier, man zieht sich. Ciao.